Yo, yo, Leute, was geht ab? Euer Dan hier wieder am Start. Heute kommt mal wieder ein neues Video von den abgeranzten T5. Das ist das letzte Video von diesen Ransporter. Ihr wisst es ja, ich habe den verkauft. Ich habe ein neues Auto gekauft. Video dazu kommt die nächsten Tage irgendwann. Ja, ich bin echt einfach mega gespannt, was ihr zum neuen Auto sagt. Ja, das ist jetzt ein riesengroßer Sprung zu dem Bus und ein richtig dickes, fettes Update. Ich freue mich schon richtig drauf, das neue Auto abzuholen. Wie gesagt, ich bin einfach mega gespannt, was ihr zum neuen Auto sagt. Ja, der Bus geht dann vermutlich in den Steinbruch bei mir. Da benutze ich den Bus dann weiter als Firmenauto, also im Steinbruch, um zum Beispiel vom Pausenraum zu meiner Maschine zu fahren oder so. Das ist ja alles Privatgelände, da muss er ja nicht mehr angemeldet sein und so weiter. Auf jeden Fall ist mir ja jetzt noch die Antriebswelle vorne links kaputt gegangen, mal wieder. Das gleiche Problem, wie ich schon so oft hatte, andauernd gehen die Achsmanschetten kaputt. Dadurch, ja, beim Fahren fliegt das ganze Fett raus. Es kommt Feuchtigkeit und Dreck rein und dann, naja, wisst ihr selber, löst sich das Gelenk auf und irgendwann fängt es an zu klackern. Also wenn ihr beim T5 ein Klackern vorne habt und gerade wenn ihr Kurven fahrt und Vibrationen im Lenkrad merkt, dann ist das immer Antriebswelle. Das werden wir heute wechseln. Ja. Und ihr habt heute auch mal die Chance, weil ich habe ja den Bus auch nicht mehr sauber gemacht, sondern ich bin die letzten Tage damit schon im Steinbruch andauernd rumgefahren. Ihr könnt auch mal sehen, wie so ein Steinbruchauto mal von unten aussieht, wenn man durch den Steinbruch ein bisschen flitzt. Da ist nämlich sehr viel Dreck. Wir heben jetzt den guten Bus hoch und gucken uns das von unten alles mal an. Let's go. 3, 2, 1, let's go. Ja, sehr dreckig. Also hier ist der Dreck schon förmlich gehäuft. Also wenn ich den ganzen Dreck hier unten abmachen würde, habe ich bestimmt eine ganze Schubkarre voll Dreck. Also es ist schon einiges, ne? Das ist schon einiges. Ja, so. Jetzt gehen wir hier vorne hin, wo wir das Problem haben. Und hier sehen wir es schon ganz gut. Hier haben wir die Antriebswelle vorne links. Achsmanschette hier vorne komplett kaputt. Dann fängt es irgendwann an, wenn die Achsmanschette kaputt geht. Und schmeißt erstmal das ganze Fett raus, was man auch ganz gut sieht. Hier klebt ein dicker Batzen Fett dran. Und da oben sehen wir es auch ganz gut, da klebt auch über das Fett dran. Das wird eigentlich komplett verstreut hier. Und dann fängt es an, man sieht es auch ganz gut, wenn man da reinguckt, kommt überall Dreck rein und Wasser, Feuchtigkeit. Und dadurch geht das dann alles kaputt. Und wenn wir jetzt ein bisschen dran wackeln, haben wir hier ordentlich Spiel. Ja, das bauen wir jetzt aus, das müssen wir dafür machen, eigentlich ganz easy. Wir müssen einmal die Felge abbauen, dann vorne die Mutter von der Antriebswelle. Die Schraube hier vorne müssen wir lösen. Die müssen wir nicht lösen, sorry. Die zwei Schrauben hier oben müssen wir lösen. Dann können wir nämlich hier, ich weiß nicht genau, wie das Bauteil heißt, aber das alles einmal zur Seite drücken, können die Antriebswelle hinten am Getriebe lösen. Ich hoffe, man sieht das so einigermaßen. Da hinten die Schrauben müssen wir lösen. Und dann können wir die ganze Antriebswelle rausziehen, machen die neue wieder rein, schrauben wieder alles fest und ready. Aber ja, die einzelnen Schritte kommen gleich noch. So Leute, da ich einen neuen Bus gekauft habe und etwas über 20 Riesen ärmer bin, muss ich natürlich irgendwo auch Geld verdienen, damit ich hier solche geilen Videos überhaupt umsetzen kann. Und deswegen kommt jetzt ein kleiner Werbeblock einfach. Und zwar ist der Sponsor dieses Videos heute Cosped. Die haben mir eine schöne Uhr zur Verfügung gestellt. Und zwar eine Sport-Outdoor-Uhr, die ich hier umhabe. Sehr schön, oder? Sieht auf jeden Fall gut aus, hier mit so einem Gummiband. Und zwar die Tank T2. Ich weiß, solche Uhren sind aktuell total in, egal wo man im Freundeskreis rumguckt. Jeder hat auf einmal so eine Smartwatch. Jeder ist auch nicht bereit. Viele haben ja von Apple zum Beispiel eine Smartwatch, aber nicht jeder ist bereit, 500 Euro oder so, was die Smartwatch von Apple kostet, auszugeben. Manche wollen einfach nur so eine Uhr haben, weil sie, was weiß ich, laufen gehen oder Sport machen oder irgendwelche andere Sportarten, um einfach ja so ein paar wichtige Daten zu haben. Da reicht auch einfach so eine kostengünstige Smartwatch aus. Man hat auf jeden Fall 2 Jahre Garantie drauf, was schon mal sehr gut ist. Die Verpackung ist auf jeden Fall sehr edel. Die haben so einige Tests durchgeführt, Hitzetest, Kältetest, bei Staubtest. Ja, ihr seht es selber hier, da sind so einige Tests, die sie durchgeführt haben. So, hier ist die schöne Uhr, wenn wir sie mal einfach anmachen. Sieht schon schön aus, das Ziffernblatt kann man alles wechseln, so wie man es gern haben will. Ja, jetzt können wir aber einfach mal das Handy nehmen und die App öffnen vom Cosped. Ja, hier haben wir die App, hier seht ihr schon, wie viele Schritte ich heute gelaufen bin. Heute bin ich noch nicht so viel gelaufen. Ansonsten haben wir da die Herzfrequenz ganz oben, Schlaf wird auch angezeigt, Blutdruck und Blutsauerstoff. Gerät, wenn wir hier drauf gehen, können wir zum Beispiel Ziffernblatt, da ist für jeden was dabei, kann man alles ändern.
Ja, da gibt es mehrere Auswahl, die Zeiger und so. Man kann alles einzeln ändern. Ansonsten, ja, kann man auch natürlich SMS-Erinnerung, App-Erinnerung und was weiß ich alles, Anruf-Erinnerung. Also wenn ich jetzt angerufen werde, dann kriege ich das am Handy auch mit, kann den Anruf auch direkt am Handy annehmen. Das könnt ihr hier auch noch so ein paar Sachen einrichten, unter Profil, zum Beispiel einen Trainingsplan. Oder ihr könnt so einen Schrittzähler, wie viele Schritte ihr jeden Tag machen wollt. Ich glaube, ich habe da mal 7000 Schritte angegeben, dass ich so jeden Tag 7000 Schritte laufe. Man soll ja, glaube ich, am Tag im Durchschnitt so 10.000 Schritte laufen. Dass man das auch so ein bisschen im Blick hat einfach. Weil ich sage mal, ein bisschen Bewegung tut allen gut. Ihr könnt bei der App oder auch direkt bei der Uhr könnt das einstellen. Da gibt es, ohne Witz, ich habe da mal durchgeguckt, ich glaube, jede Sportart, die es gibt, könnt ihr hier machen. Also Radfahren, Schwimmen, Badminton, Tennis, Bergsteigen, Gehen, ganz normal Basketball, Fußball, Baseball, Volleyball, Circuit oder wie das heißt, Fußball, Hockey, Spinning, Yoga, Sit-Ups. Also da gibt es wirklich alles Mögliche. Da können wir zum Beispiel auf Gehen mal gehen, auf gehen mal gehen und dann drücken wir hier mal Go, Uhr zeigt auch an, 3, 2, 1, Go! So, jetzt haben wir einmal alle Daten auf dem Handy und die anderen Daten haben wir alle hier auf der Smartwatch. Wenn wir jetzt zum Beispiel gehen, man hat immer Licht hier, sie hat man alle wichtigen Daten drauf, wie weit man gelaufen ist, was für ein Schritttempo, also wenn ich einmal ein bisschen weiter gelaufen bin, die Zeit und ganz oben, oh, einmal ausgegangen, und ganz oben haben wir noch die, ja, die Herzfrequenz so gesehen, also den Puls. Finde ich mega, mega geil. Auf jeden Fall sieht auch geil aus, so im Dunkeln, ne? Ansonsten ist die Uhr auch ziemlich robust. Man kann sie einfach mal fallen lassen. Deshalb ist das auch eine Outdoor-Sportuhr. Die kann auch mal runterfallen und kann ein bisschen was ab und geht nicht gleich kaputt. Ja, ihr könnt einfach mal auf jeden Fall vorbeischauen. Uhr werde ich unten verlinken. Ja, ihr wisst selber, ein bisschen Werbung muss ab und zu mal sein. Ich habe nicht so viele Videoaufrufe und irgendwie muss ich ja die ganzen Projekte auch finanzieren. So, weiter geht's jetzt mit dem Bus. Felge haben wir ab, jetzt müssen wir hier die Mutter lösen, dass wir dann die Antriebswelle hier rausgezogen bekommen. Dafür brauchen wir wieder eine Spezialnuss, hier so eine Vielzahnnuss. Die habe ich hier, müssten glaube ich die Größe, müsste eine 30er Vielzahnnuss sein. Passt. Die Mutter können wir auch direkt lösen. Jetzt nehme ich einen Montierhebel, kann das hier ein bisschen rausdrücken und dann können wir es zur Seite wegdrücken, das Ganze. Und dann müssen wir noch die Schrauben hier vorne lösen, am Getriebe so gesehen. Und dann können wir die ganze Antriebswelle rausnehmen. Das ist jetzt hier unten locker und jetzt kann man das Ganze einfach hier zur Seite wegdrücken. Ja, ich habe leider nur eine Hand frei, aber dann kann man vorne den Zapfen so gesehen von der Antriebswelle zur Seite drücken und hat das draußen. So, habe ich jetzt mal weggedrückt. Ihr seht ja hier die Antriebswelle ganz locker. Die müssen wir jetzt noch, wie gesagt, da hinten die Schrauben lösen. Das sind 5-6 Stück nochmal und dann können wir das Ganze rausziehen. So, Antriebswelle habe ich jetzt draußen. Also, die ist sowas von Fritte, die Antriebswelle. Ab den Müll damit. Zack, zack. Mein schönes Messer vom Messerlabor ist auch wieder heile. Für alle, die mich hier verfolgen, das Messer hatte ich ja in Norwegen verloren. Ein halbes Jahr später wiedergefunden, aber dann war das ja angenagt von beiden Seiten. Und jetzt habe ich neue Griffe dran aus Mahagoniholz. Sieht mega geil aus. Und ja, wurde frisch geschärft alles. Also wieder einsatzbereit für den nächsten Einsatz. Und hier hinten die Schlaufe ist jetzt einfach nur so ein kleiner Knoten hinten dran, dass ich dann nirgendwo mehr hängen bleiben kann und das Messer verlieren kann. So, haben wir die neue Antriebswelle. Sehr schön, sehr schön. Oh, hier haben wir sogar neue Schrauben dabei alles, die Halterung. Ja, perfekt. Antriebswelle. Ja, gut, die können wir jetzt gleich einbauen. Neue Antriebswelle ist drin. Seht ihr da ja. Im Endeffekt, wenn ihr das wieder alles einbaut, müsst ihr es einfach nur wieder so zusammenbauen, wie ihr es auseinandergebaut habt. Es ist ja auch gar kein Anleitungsvideo, sondern ich habe hier ausschließlich gezeigt, wie ich eine Antriebswelle wechsle. Klar, jede Fachwerkstatt hätte vorher das Auto gewaschen und alles sauber gemacht und. Aber ja, ich habe es immer so bis jetzt gemacht. Hat bis jetzt immer geklappt. Und ja. Eine Sache noch, oft ist es auch, wenn die Antriebswelle kaputt ist, dass der ABS-Sensor auch mit kaputt ist. Den kann man dann wunderbar mit tauschen, wenn die Antriebswelle draußen ist.
Ich rate euch dazu, bestellt immer direkt einen neuen ABS-Sensor mit dazu, wenn ihr Antriebswellen macht, weil dann seid ihr sowieso einmal da unten dran. ABS-Sensor kostet 10 Euro. Würde ich immer direkt mittauschen einfach. Es ist nur eine Empfehlung von mir. Ich habe den auch mitgetauscht, weil bei mir hat er aber dann schon ab und zu ABS-Fehler angezeigt. Ich denke mal, dadurch, dass die Antriebswelle schon ein Spiel hatte, hat sie den ABS-Sensor mit kaputt gemacht. Deswegen mitgetauscht. Also kann ich euch nur empfehlen. So Leute, dann wird Zeit für euch alle, Abschied zu nehmen von diesem wunderschönen Transporter. Letzte Video heute mit dem guten Bus. Morgen fahre ich das letzte Mal zur Arbeit. Nach der Arbeit melde ich ihn ab und dann, ja, goodbye. Ja, wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar, da würde ich mich echt drüber freuen. Und für alle, die mir noch nicht bei Twitch folgen, weil jetzt bald werde ich solche Livestreams, wenn ich sowas zum Beispiel Umbauten mache, per Livestream auf Twitch machen auch, weil ich mir extra so ein Modem geholt für einen Laptop, dass ich unterwegs livestreamen kann. Ja, also checkt auf jeden Fall Twitch ab. Werde ich unten verlinken. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso aufs neue Auto wie ich. Hab schon richtig Bock. Hype!